Hallo, ich bin Annika. Willkommen bei der Jugend- und Kinderakademie online. Ich male heute einen Schmetterling mit zwei Blumen mit Bleistift und Buntstift. Als Material brauchen wir dann mehrere Bleistifte, also einen ganz normalen HB-Bleistift, einen etwas dunkleren Bleistift, also zum Beispiel 2B, und einen ganz dunklen, zum Beispiel 6B oder 4B. Und dann brauchen wir noch Radiergummi und Spitzer. Für den Schmetterling brauchen wir dann einen schwarzen Feinliner. Ich habe hier jetzt zwei schwarze Feinliner, einen dünneren und einen dickeren, aber einer reicht vollkommen aus. Man muss dann an manchen Stellen einfach mit zum Beispiel etwas weniger Druck arbeiten. Den weißen Lackstift braucht man nicht unbedingt. Man kann dann einfach von vornherein beim schwarzen Rand des Schmetterlings weiße Punkte dalassen. Wir brauchen einen schwarzen Buntstift und einen weißen und wir brauchen einen hellen, mittleren und dunklen Ton von einer Farbe. Ich habe mich jetzt hier für Orange entschieden. Ich fange jetzt mit dem Vorzeichnen an und da male ich zuerst die Stiele der Blume. Der Stiel der ersten Blume fängt ungefähr in der Mitte des Blattes an und geht dann schräg nach unten. Bei der zweiten Blume fängt der Stiel etwas höher an und geht etwas weniger schräg nach unten und endet ungefähr im gleichen Punkt wie der Stiel der ersten Blume. Jetzt male ich die zwei Blätter an der ersten Blume. Die befinden sich ungefähr im oberen Teil des Stiels und sind zackig. Jetzt komme ich zu den Blumenblättern der Blume. Bei der ersten Blume fange ich mit dem mittigen Blumenblatt an und das hat ungefähr die Form eines dickeren Tropfens. Anschließend male ich ein seitiges Blumenblatt und das ist etwas schräger und dadurch auch ein bisschen flacher. Unter das große mittige Blumenblatt kommt jetzt noch ein nach unten schauendes Blatt und das hat deshalb die Tropfenform in die andere Richtung. Jetzt kommen noch mehrere andere Blumenblätter dazu und die sind auch teilweise schräg, ein bisschen gedreht an der Seite oder etwas rundlicher und sehen deshalb alle auch ein bisschen anders aus. Bei der zweiten Blume fange ich auch mit dem mittigen Blumenblatt an und male dann die Blumenblätter an der Seite und die, die etwas nach unten hängen und dadurch auch flacher sind. Zum Schluss habe ich jetzt auch noch die Blätter der zweiten Blume gemalt und da habe ich mir als Hilfe die Mitte des Blattes zuerst vorgemalt und dann darum die Blätter mit den Zacken gemalt. Die Blätter bei der zweiten Blume sind etwas größer als die von der ersten Blume. Jetzt komme ich zum Schmetterling und dafür malen wir zuerst eine gekrümmte Linie, die dann da ist, wo später der Körper sich befindet. Dann kommt der obere Flügel. Der fängt
recht weit vorne am Körper an und geht dann auseinander und kommt wieder recht eng da zusammen, wo er angefangen hat. Der Flügel hat ungefähr die Form eines Dreiecks. Der hintere Flügel fängt an der Seite vom ersten Flügel an, geht dann kreisförmig nach unten und geht dann etwas gerader zum Ende vom Körper. Da der Schmetterling etwas seitlich fliegt, sind die Flügel auf der anderen Seite etwas flacher und haben dadurch die Form von ungefähr so langgezogenen Tropfen. Für die Fühler zeichnen wir dann eine geschwungene Linie einmal nach oben und einmal nach unten. Jetzt kommen wir zum Körper des Schmetterlings. Der erste Teil ist ein Halbkreis oder besser gesagt ein halbes Oval und endet etwas hinter dem vorderen Flügel des Schmetterlings. Der zweite Teil hat eine ähnliche Form und endet etwas vor dem Ende des hinteren Flügels. Der Kopf ist noch ein Oval, das an dem ersten Teil des Körpers vom Schmetterlings hängt. Jetzt kommen noch feine Linien auf die Flügel des Schmetterlings und diese Linien gehen vom Körper weg an den Rand des Flügels. Jetzt fangen wir mit dem Schraffieren der Blume an und dafür radieren wir zuerst leicht die Vorzeichnungen weg, so dass man noch erkennen kann, was man vorgezeichnet hat, aber dass keine dunklen Ränder mehr vom Vorzeichnen zu sehen sind. Beim Schraffieren ist es leichter, den Bleistift etwas weiter hinten in die Hand zu nehmen, denn dann hat man mehr Kontrolle über den Bleistift. Als erstes fängt man dann mit dem HB-Bleistift an, das eine Blütenblatt leicht zu schraffieren und zwar immer mit der Form des Blütenblatts. An den dunkleren Stellen des Blütenblatts muss man mit etwas mehr Druck schraffieren. Die dunkleren Stellen des Blütenblatts sind zum einen von unten, da wo das Blütenblatt sozusagen aus der Blume rauswächst, und am Rand des Blütenblatts, da wo das Blütenblatt von einem anderen Blütenblatt verdeckt wird. Dann nimmt man nochmal den HB-Bleistift zur Hand und macht den Übergang zwischen dem 2B-Bleistift und dem HB-Bleistift etwas weicher, den man nochmal leicht darüber schraffiert. Zum Schluss habe ich nochmal den 2B-Bleistift genommen und die dunkleren Stellen nochmal mit etwas mehr Druck noch etwas dunkler gemacht und wieder ein bisschen mit dem HB-Bleistift verwischt. Die anderen Blütenblätter funktionieren vom Prinzip her genauso. Man fängt an und schraffiert leicht mit dem HB-Bleistift und an den dunkleren Stellen schraffiert man mit etwas mehr Druck. Dann nimmt man den 2B-Bleistift und schraffiert leicht an den dunkleren Stellen und man fügt auch noch ein paar längere Linien von unten vom Blütenblatt ein für die Struktur. Dann vermischt man das Ganze nochmal mit dem HB-Bleistift, um einen schönen Übergang zu bekommen. Und anschließend nimmt man nochmal den 2B-Bleistift und schraffiert mit etwas mehr Druck an den dunkleren Stellen.
Jetzt kommen wir zum Stiel der Blume. Der Stiel der Blume ist auf der einen Seite heller als auf der anderen Seite, weil von der einen Seite das Licht kommt. Bei diesem Bild ist die linke Seite etwas heller als die rechte Seite. Ich habe angefangen mit einem HB-Bleistift, die dunkleren Stellen schon mal grob zu schraffieren und die habe ich dann auch gleich mit einem 2B-Bleistift noch etwas dunkler gemacht. Die ganz dunklen Stellen des Stiels, zum Beispiel direkt unter der Blume, habe ich dann nochmal mit dem ganz dunklen Bleistift, also dem 6B oder 4B Bleistift, etwas verdunkelt. Nach unten hin habe ich den Stiel einfach auslaufen lassen und etwas heller werden lassen. Die Blätter der ersten Blume habe ich mit dem 6B oder 4B Bleistift, also dem ganz dunklen Bleistift, einfach ausgemalt. Dort gab es auch gar keine hellen Stellen, weil die Blätter im Schatten der Blume waren. Die andere Blume funktioniert vom Prinzip her genauso. Die Blumenblätter und auch der Stiel funktionieren genauso. Nur bei den Blättern muss man an der Mitte des Blattes und am Rand des Blattes etwas heller werden, weil diesmal hier etwas Licht auf die Blätter fällt. Dann radieren wir, wie bei den Blumen gerade, die Vorzeichnungen leicht weg, sodass wir keine schwarzen dicken Ränder haben. Jetzt brauchen wir den schwarzen Feinliner und damit fahren wir die Konturen des Schmetterlings nach und malen den schwarzen Rand aus. Dann ziehen wir noch die Fühler und die feinen Linien auf den Flügeln des Schmetterlings nach. Jetzt kommen wir zu den Buntstiften und da fängt man zuerst an mit der hellsten Farbe und man malt mit leichtem Druck am unteren Rand des Flügels am Körper des Schmetterlings. Dann nimmt man die mittlere Farbe und ebenfalls mit leichtem Druck malt man etwas weiter über der hellen Stelle und verwischt das Ganze miteinander. Wichtig ist noch, je öfter man über eine Stelle geht, desto schöner ist am Ende das Farbergebnis. Am oberen Flügelrand malt man jetzt nochmal mit der mittleren Farbe mit leichtem Druck und dann mit der dunkleren Farbe mit leichtem Druck und vermischt die beiden schön. Auch hierbei werden danach nochmal mit beiden Tönen etwa mittlerer Druck ausgeübt, um diese beiden schön zu vermischen. Am Körper des Schmetterlings ist der Flügel etwas dunkler, deshalb gehe ich da jetzt nochmal mit dem mittleren und dem dunkleren Ton rein und vermische alle Farben gut miteinander. Auf dem Flügel setze ich jetzt noch etwas hellere Akzente mit dem weißen Buntstift und mit dem hellen und mittleren Farbton vermische ich die Akzente etwas, damit es einen schöneren Übergang gibt. Zum Schluss ziehe ich die feinen Linien auf dem Flügel mit dem Feinliner nochmal etwas nach. Die anderen drei Flügel funktionieren nach dem genau gleichen Prinzip. Jetzt kommen wir zum Körper des Schmetterlings. Den malen wir schwarz aus, nur im oberen Bereich lassen wir noch zwei Stellen frei. Dort setzen wir dann mit dem weißen Buntstift und der helleren Farbe kleine Akzente und vermischen diese mit dem schwarzen, sodass es einen schönen Übergang gibt. Als allerletztes setze ich noch mit dem weißen Lackstift Punkte auf den schwarzen Rand des Schmetterlings. Das ist jetzt unser fertiges Bild. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen.